Professor Richter, jeder sagt immer, sein Fach wäre das bedeutsamste und Arbeitsrecht ist ja bestimmt auch wieder am bedeutsamsten. Können Sie uns einfach mal ganz klar sagen, warum das Arbeitsrecht wirklich so wichtig ist und warum wir diesen Videos wirklich zuhören müssen? Ja, mache ich gerne. Es gibt insgesamt sechs Argumente, mit denen ich Sie sofort kriege und denen ich Ihnen sofort sage, Steinchen für Steinchen, so wie in dem Bild, warum wir einfach ein ganz wichtiges, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema gerade vor uns haben. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, erstens persönlich. Jeder von Ihnen hat doch irgendwie mal vor, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ja? Also, jeder ist aus dem persönlich betroffen. Und das heißt, jeder kennt jemanden, der mal eine arbeitsrechtliche Frage hat. Zweitens, politisch. Das Thema ist dauernd in den Medien, dauernd Koalitionsverträgen. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Drittens, Personalwirtschaft. Arbeitsverhältnisse sichern die Wertschöpfung. Gut, die verursachen auch Kosten, aber auch deshalb macht es Arbeitsrecht wichtig, dass wenn Sie das Arbeitsrecht kennen, haben Sie weniger Kosten im Betrieb. Juristisch. Wir haben eine Riesenanzahl an Gesetzen, Vorschriften und jedes Jahr mehrere hunderte von Entscheidungen, mehr tausende, also hunderte höchstrichterliche Entscheidungen, also vom Bundesarbeitsgericht. Fünftens, das Ganze hat auch noch eine sozialversicherungsrechtliche Komponente. Denn irgendwann hat mal ein großer Politiker in Deutschland gesagt, wir wollen, also Arbeit gibt es immer, Kinder haben die Leute immer und deswegen knüpfen wir gesamte Sozialversicherung eben an als Arbeitsverhältnis. Nummer sechs, der Staat verdient am Arbeitsverhältnis auch ganz viel durch die Einkommensteuer und deswegen Arbeitsrecht muss man wissen, denn also wer keine arbeitsrechtlichen Kenntnisse hat, dem fehlt dort ein ganz großer Bereich. Gut, haben wir diese sechs Argumente. Ich hoffe, dass ich überzeugt habe. Und jetzt gehen wir nochmal in die Details. Genau, also welche Bedeutung hat das Arbeitsrecht? Und wir gucken mal ganz kurz gleich am Anfang in diese politische Diskussion. Können wir da mal reingucken? Also die persönliche Betroffenheit haben wir uns schon ein bisschen angeschaut. Ist natürlich klar, dass die persönliche Betroffenheit, das muss man einfach rumgucken. Jeder von Ihnen, der einen Arbeitsvertrag hat, irgendwann mal arbeitsrechtliche Fragen. Gucken wir mal rein, was ist die politische Bedeutung? Habe ich schon mal gesagt. Also in der Politik sieht man zum Beispiel in den Koalitionsverträgen, da wird immer gerungen um diese entsprechenden arbeitsrechtlichen Neuerungen. Und da wird gestritten, habe ich ihn schon mal rausgesucht, und zwar den Koalitionsvertrag zum Beispiel, den letzten jetzt hier 100, 175 Seiten hier Koalitionsvertrag, ein neuer Aufbruch für Europa zwischen CDU, CSU und SPD von 2018 ist ja, wenn wir uns nur mal in das entsprechende Inhaltsverzeichnis anschauen, dann sehen Sie, klar, es geht um Familien, klar, es geht um Bildung, Forschung, aber hier sofort gute Arbeit, breite Entlastung, soziale Teilhabe sichern. Da geht es also sofort los. Und genau, noch andere Argumente. Und genau, wenn wir da mal hingehen würden, aber Sie sehen auch, wenn ich mal einfach eingebe bei Google, Koalitionsvertrag Arbeitsrecht, sehen Sie gleich ganz Rechtsanwaltskanzleien oder auch Verlage, was der Koalitionsvertrag im Arbeitsrecht bringt, Arbeitsrecht im Koalitionsvertrag. Also da finden wir also sofort irgendwelche Aussagen, auch hier zum Beispiel über die Pläne der GroKo fürs Arbeitsrecht. Und ne, dort geht es um befristete Teilzeitbefristung, also befristete Arbeitsverträge. Ohne dass ich es hier aufmache, sehe ich das hier schon. Allerdings, genau, können auch mal kurz reingucken, zum Beispiel im Bundvertrag hier. Verlag, Befristung mit Sachgrund nur noch 5 Jahre, also befristete Arbeitsverträge, das sind so Themen, Arbeit auf Abruf, Öffnungsklausel, Arbeitszeitgesetz, mobile Arbeit, Gründung von Betriebsräten und sowas. Also daran sieht man schon, das ist was ganz Wichtiges. Nächster Punkt, personalwirtschaftliche Bedeutung, also sozusagen diese Auswirkungen, diese Kosten, die Arbeitsrecht haben kann. Ganz einfach, was kostet eine Kündigung vor Gericht? Das sind jetzt Termine, das sind jetzt hier mal so Beispiele, zum Beispiel an einem Arbeitnehmer mit einem Bruttolohn von 3.300 Euro. Und da kann man einfach mal sehen hier, wir haben drei Instanzen, erste, zweite, dritte, Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht, hier mit drei Bruttogeld, das ist immer sofort der Streitwert, also man geht immer von drei Bruttogeldern aus. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass Sie sich gegen eine Kündigung wehren wollen, da haben wir Anwaltskosten, Gerichtskosten und dann das muss der Gewinner bezahlen, das muss der Verlierer zahlen. Sie sehen also hier geht es nicht darum, in der ersten Instanz haben wir also Anwaltskosten hier 1.235 Euro und Gerichtskosten 392. Und genau, der Gewinner muss trotzdem seine eigenen Anwaltskosten hier bezahlen. Ne? Also es ist schon heftig, ne? Und das muss der Verlierer zahlen. Also wenn der auch einen Anwalt hatte. Genau, was haben wir hier noch? Entschuldigung, das war der Gütetermin. Ja, genau, hier Gütetermin. Also der erste Termin sozusagen, wo man dann gütlich wieder auseinander geht, wenn man da auseinandergehen würde, teilt man sich dann, also so kommen die Beträge hier, wenn ich das richtig rechne, zahlen Sie also hier dann die Hälfte der Gerichtskosten.
Gut, Arbeitsgerichtsinstanz, hier haben wir Anwaltskosten, da wird so ein bisschen noch Telefonkommunikations- und Termingebühren. Also wenn Sie das durchziehen, wir gucken mal, wir sind nicht auf die Details. Sie sehen einfach, eine Kündigung, die Sie nicht verhindern können, hat richtig entsprechende Auswirkungen auf die betriebswirtschaftlichen, ne, auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Der Verlierer zahlt die 3.000, das Gesamte, also eine Kündigung hat also so ungefähr 10.000 Euro nur Gerichtskosten und Anwaltskosten. Die Zeit, die Sie reinstecken, ist noch was ganz anderes. Deswegen müssen Sie wissen, wie Sie eine Kündigung durch eine gute Personalpolitik und durch das gute Anwenden von Recht eben verhindern. Ja, das nächste ist die juristische Bedeutung. Wir haben natürlich hier ein bestimmtes Regularium, also formelle Verfahren. Und Sie haben es gerade schon gesehen, wir haben obligatorisch einen Gütetermin vorab. Das heißt also Vorabtermin, wo nur der Richter dann auch drin sitzt und der ist ein Vermittler. Aber das dauert 4 bis 6 Wochen. Ne? Und dann haben wir das Arbeitsgericht bis zu 6 Monaten, dann nochmal 8 Monate vom Landesarbeitsgericht und vom Bundesarbeitsgericht bis zu 18 Monate. Die ganze Zeit sind Sie dann nur mit diesem Fall beschäftigt, wenn Sie das Arbeitsrecht eben nicht ordnungsgemäß anwenden. Und wenn man sich das nochmal ein bisschen anguckt, was das auch unser Staat kostet, hier in erster Instanz haben wir zwar nur 3 Richter, wobei einer nur der Hauptrichter ist und der anderen sind ehrenamtliche Richter, aber auch die kriegen eine Aufwandsentschädigung. Dann haben wir hier natürlich immer noch die zweite Instanz, wo Sie in die Berufung gehen können. Da sind wir dann hier auch wieder mit 3 Richtern und in letzter Instanz, Bundesarbeitsgericht, haben wir sogar 5 Richter. Kostet natürlich auch was. Das ist noch eine interessante Übersicht, die habe ich leider nie wieder aktuell irgendwo gefunden. Aber welche Bedeutung hat Arbeitsrecht? Und schauen Sie sich das mal so ein bisschen an. Daraus sieht man nämlich so ein bisschen hier die Streitgegenstände. Also über Arbeitsentgelt wird 27% gestritten, um Urlaub nur 3%, aber um die Bestandsstreitigkeiten, also Kündigung, 40% und davon also 37% Kündigung und im Zeugnis nur 5% und Schadensersatz nur 74, 0,74 und tarifliche Einstufung nur 0,28 und der Rest 22. Was sieht man aus dieser Übersicht? Ja, Kündigung ist am meisten. Und daraus spricht aber etwas ganz Besonderes, nämlich das Arbeitsrecht. So richtig, dass man reinhaut und sagt, ich will wissen, was jetzt gerecht ist, wird eigentlich nur bei Kündigung richtig durchgesetzt. Denn bei Urlaub, da ist man ja im bestehenden Arbeitsverhältnis und aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis wird man gar nicht vor Gericht gehen, weil der nimmt das Tischtuch durchschnitten. Da sagt der Arbeitgeber, der hat mich verklagt, der sieht ja kriegt kein Bein mehr hier in dieser Firma auf dem Boden. Und der Arbeitnehmer sagt natürlich auch, den verklage ich nicht. Wenn es jetzt um Urlaub einen Tag mehr oder weniger geht, mache ich lieber krank oder so. Und das sehen Sie auch bei den anderen Sachen. So Schadensersatz traut sich der Arbeitnehmer gar nicht gegen den Arbeitgeber vorzugehen. Und auch so tarifliche Einstufungsklagen, sehr selten. Was läuft hier so unter dem Radar, nämlich Sachen, das Arbeitsrecht wird vielfach gar nicht so richtig durch die Gerichte entschieden, weil nämlich das gar nicht vor Gerichte kommt. Das sagt uns diese Sache. Das heißt, wenn viele sagen, Arbeitsrecht ist doch nur Kündigung bedeutsam. Nein, für die Betriebswirte, für die, die das organisieren, die Personaler, die müssen auch die ganzen anderen Sachen anschauen. Klar, vor Gericht wird nur das durchgestritten. Also es ist eine ganz wichtige Aussage hier. Arbeitsrecht ist nicht nur Kündigung, sondern auch die ganzen anderen Themen. Also tut mir leid, die müssen sich also auch noch anschauen. Gut. Was haben wir sonst noch für Bedeutung oder wo sagt der Professor Richter noch, was das Ganze noch für Auswirkungen hat? Wir gucken mal noch mal ganz kurz rein hier, zum Beispiel Steueraufkommen. Kommen sozusagen Einkommensteuer. Steuereinnahmen, ne? Steuereinnahmen. Wie die sich so ein bisschen verteilen. Man sieht aber dann ein schönes Bild irgendwie haben. Nach den Steuerarten hier hatte ich doch gerade eben schon Steueraufkommen in Deutschland. Glaube ich, das kann man trotzdem, wenn es von Wikipedia ist, die Zahlen so falsch können die nicht sein. Aber da sehen Sie die einzelnen Steuereinkunftsarten. Wenn Sie sich die mal anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Einkommensteuer, wie haben wir hier, die Lohnsteuer 26% sind. Ne? Also das ist schon ganz schön heftig. Ne? Da haben wir schon einen dicken Batzen. So kann man so sagen, ein Viertel haben wir ja deutlich dabei. Und das, wenn eher ihnen gekündigt werden kann, umso eher entgeht dem Staat natürlich hier steuerrechtlichen Sachen. Und deswegen sind das schon, sieht man auch an diesen Zahlen einiges. Und dann natürlich die Sozialversicherungsabgaben. Wenn man sich nochmal hier ein Bild anschaut, Sozialversicherungsabgaben, haben wir da irgendwie so eine schöne Sozialversicherungsabgaben, Steigung der Beitragsbemessungsgrenze. Ich hätte gern Steuern, Abgaben fressen das halbe Gehalt. Genau.
Das ist aber jetzt Österreich hier. Änderung der Sozialversicherungsgrenzwerte. Nein, das will ich nicht. Sondern ich will Ihnen einfach zeigen, wie viel Beiträge sozusagen, wie viel Sozialversicherungsabgaben wir jetzt sozusagen haben in Deutschland. Gucken wir mal ganz kurz rein. Sozialversicherungsabgaben. Genau, da geht ja ganz einiges weg. Das sind die Beitragssätze natürlich hier. Sozialversicherung. Wir sehen aber da mal ein paar schöne Zahlen rausbekommen hier. Genau, Krankheit, Rente. Ich hätte gerne mal so ein bisschen ein paar statistische Zahlen. Genau, Sozialversicherung, das sind die Beitragssätze hier, ne? Das ist eine Arbeitslosenversicherung. Gott, das wäre was hier. Einnahmen zum Leben und halt. Ach du meine Güte, Sozialversicherungswerte. Können wir ein bisschen reingucken. Schauen wir mal kurz rein. Ist das auch alles korrekt? Hier, das sind die Rechengrößen hier. Und da sehen Sie sozusagen die Versicherungspflicht, die Beitragsbemessungsgrenzen, Bezugsgrößen. Ja, aber na, da sehen wir doch mal was, sehen Sie. Also Pflegeversicherung zum Beispiel, das sind die Beitragssätze. Also was ihr von Ihrem Lohn alles weggeht jeden Monat. Und das geht halt, sind zum Beispiel die Pflegeversicherung, Rentenversicherung 18%, Knappschaft, also Knappschaft ein bisschen mehr hier, Arbeitslosenversicherung 2, Krankenversicherung, je nachdem, in welcher Krankenversicherung Sie sind. Also Sie sind jetzt schon ungefähr bei 50%, sind wir schon locker. Ne? Das heißt, wenn Sie keine Wenn ein Land wenig Arbeitsverhältnisse hat, dann haben wir auch niemanden, der die Sozialversicherung zahlt. Darauf will der Professor Richter hier raus. Und damit kommen wir dann letztlich dazu, dass tatsächlich auch sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich große Zahlen dahinter stehen. Deswegen muss das Arbeitsverhältnis, soweit es geht, irgendwie bleiben, da wo es ist, nämlich beim Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und deswegen wird also auch hier das Arbeitsrecht so hochgehalten. Wir haben noch weitere Argumente, aber jetzt will ich Sie nicht länger damit aufhalten. Zum Beispiel einfach Arbeitsschutz, dass das Arbeitsschutz ganz wichtig ist für die Volksgesundheit auch. Und deswegen Arbeitsrecht muss man einfach kennen. Und damit haben wir sechs Bedeutungen gehabt. Persönliche Betroffenheit, politisch, juristisch, personalwirtschaftlich, steuerlich und sozialversicherungsrechtlich. Und damit wissen Sie, Arbeitsrecht hat wirklich eine große Komponente. Danke für die Aufmerksamkeit.